Mein Name ist Tamara Manserei und in meinem Talk möchte ich beleuchten, wie Open Educational Resources, insbesondere Video, einen Mehrwert nicht nur für Lehrende generieren, sondern auch für Lernende. Ich möchte dies veranschaulichen am Beispiel unserer hauseigenen OER-Initiative. Die Initiative wurde 2016 gegründet und seitdem veröffentlichen wir auf YouTube Videos aus dem Bauingenieurwesen. Anfangs ging es darum, kleine Versuche zu filmen und zur Verfügung zu stellen, da sich im Bauingenieurwesen viele Versuche, die an einer Stelle genutzt werden können, auch an anderer Stelle wieder Nutzen finden. Und so sollte es eigentlich ganz klassisch Lehrenden erleichtert werden, Materialien zu finden und zu nutzen und ihre Veranstaltungen vorzubereiten. Heute möchte ich aber, wie gesagt, den Fokus auf die Lernenden, also in diesem Fall die Studierenden, legen. Bei der Initiative hat sich nämlich gezeigt, dass im Verlauf der Jahre, die wir dies jetzt durchgeführt haben, auch komplexere und größere Versuche und sogar Forschungsprojekte über Monate begleitet wurden und diese Materialien auch zur Verfügung gestellt wurden. Und gerade hier zeigte sich ein großer Mehrwert bzw. einzelne verschiedene Mehrwerte für Studierende. Diese Mehrwerte habe ich jetzt mal in drei Lessons Learned zusammengefasst. Erstens, dass Open Educational Videos natürlich eine ganz andere Zugänglichkeit für Studierende ermöglichen. Damit meine ich einerseits natürlich das legale Teilen und Bearbeiten der Videos, ob das jetzt von Seiten der Lehrenden oder von den Studierenden selbst ist, aber auch die reine Auffindbarkeit online. Zweitens, das geht auch so ein bisschen Hand in Hand mit dem ersten Punkt, ist die Vertiefung von Wissen. Die Videos sind eigentlich größtenteils so aufgebaut, dass sie ohne Kontext nicht unbedingt zwangsläufig verständlich sind. Es sei denn, die Person, die danach sucht, versteht schon etwas von der Materie und weiß ganz genau, was er oder sie sucht. Bei unseren Videos auf YouTube hat sich ebenfalls gezeigt, dass Studierende tatsächlich nach Veranstaltungen explizit hingehen und gezielt nach Materialien suchen, die ihr Wissen vertiefen. Und hierfür haben wir sehr, sehr positive Resonanz bekommen. Drittens, und der eigentliche Grund oder Fokus meines Talks ist die Standortunabhängigkeit. Das klingt zunächst nach etwas, was auf der Hand liegt, ist aber gar nicht so trivial. Denn die meisten Videos, die wir gedreht haben, wurden in den Versuchshallen der einzelnen Institute gedreht und dort herrschen Einschränkungen für Studierende oder sie sind teilweise komplett nicht zugänglich für sie. Hierzu habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Das erste ist der Weihnachtsbalken und wie der Name schon verrät, wird dieser Versuch einmal im Jahr auch für Studierende mit durchgeführt. Der Versuch ist teuer und in der Halle selber ist nicht viel Platz. Deswegen findet dies nur im Rahmen einer Veranstaltung für kleine Gruppen statt. Jetzt kann es natürlich tausend Gründe geben, warum man da nicht kann. Zum Beispiel Krankheit oder körperliche Einschränkungen oder so kurze Weihnachten. Wenn man Kinder hat, kann es auch sein, dass es nicht möglich ist, an dieser Sitzung teilzunehmen. Das nächste Beispiel ist ein großes Forschungsprojekt aus der Halle für Wasserbau und Wasserwirtschaft. Und es ist derzeit für Studierende überhaupt nicht zugänglich. Dennoch wurde es gefilmt und als OER-Video zugänglich gemacht. Und neben dem reinen Versuch, der dort durchgeführt wird, wurde auch in einem Zeitraffer der Aufbau dargestellt. Das ermöglicht natürlich Einblicke, die sonst auch bei einem Besuch natürlich nicht möglich wären. Zuletzt hier zwei Beispiele, bei denen Studierende grundsätzlich dabei sind. Links sehen wir den Aufbau einer mobilen Hochwasserschutzwand. Dies wird regelmäßig durchgeführt, allerdings immer nur in einer entsprechenden Gruppengröße. Rechts sehen wir ein Forschungsprojekt, was über mehrere Monate begleitet wurde, allerdings nur für studentische Hilfskräfte in irgendeiner Form zugänglich war. Diese Beispiele ermöglichen es viel größeren Gruppen an Lernenden, Zugang zu diesem Wissen zu haben, teilweise über Ländergrenzen hinaus. Gerade jetzt, wo wir alle lernen, wie schwierig es ist, wenn der Zugang zu Orten des Wissens erschwert wird, kriegen wir vielleicht ein Gefühl dafür, wie es sein kann, Teil einer Gruppe zu sein, für die es immer so ist. Daher sollten wir auch in Deutschland OER als eine Art Türöffner verstehen und uns nicht nur auf die Mehrwerte für Lehrende konzentrieren, sondern auch auf die Mehrwerte für diejenigen, die damit tatsächlich lernen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.